Seid herzlich gegrüßt vom Patschi und mir der Susi. Wir haben massiv Gegenwind. Also in Bayern kommen wir ja nur einigermaßen glimpflich davon, im Gegensatz zum Norden. Ich möchte einen Film machen heute und möchte raus, weil das Wetter so schön ist. Wo es windstill ist, da ist die Sonne richtig warm. Und zwar möchte ich euch ein Rezept zeigen. Ich habe schon mal gezeigt, aber das kann man immer wieder machen, immer wieder sehen. Und vielleicht ist schon eine Weile her, kennen es die meisten noch gar nicht. Und dafür brauche ich einen Pfannenheber. Und da möchte ich mir einen Mini-Pfannenheber vorher noch schnitzen. Das ist das Programm heute. Und weil es so windig ist, ist es viel schöner mit dem Wohnwagen, weil da kann ich mir die auf der schönen Wiese dann so einrichten, dass wir den Wind nicht abkriegen. Auf dem Rückweg haben wir dann Rückenwind. Das wird lustig. Oder schön. Patschi ist vorher schon einen Kilometer gelaufen, in den kleinen Bach gesprungen, bis zum Bauch. Wieder Sturmfrisur. Kommt der Wind her. Da kommt der Wind her. Bedeutet, so stehen wir genau richtig. An dem kleinen Wassi. Oh, da gehst du jetzt nicht rein, du warst schon. Schiebehilfe. Schaue ich mal da drüben im Wald, da liegt ein Haufen Holz, dass ich da was finde für den Pfannenwender. Da denke ich nämlich von der Birke was. Der könnte die richtige Größe haben. Sicherheitsregel, Werkzeug immer einklappen. Das brauchen wir jetzt weiter, die Säge nochmal, den Stamm, Ast und ein Messer. Jetzt im Wald gerade noch geholt habe,
ist ein Hammer, weil ich muss den Ast mit dem Hammer bearbeiten. Und jetzt freut sich der Patschi, weil er denkt, ich habe ihn mitgebracht. Habe ich aber nicht, den brauche ich selber. Ich muss nämlich für die Schaufel, für die Schmale, hier links und also oben und unten was wegsägen. Und zwar bis hierher. Und damit es leichter geht, klopfe ich von oben Spalt des Holz. Schritt 1 ist, dass ich da, wie weit ich klopfen will, kurz einsäge. Praktisch so ein Hocker. Und zwar von der einen und von der anderen Seite. Ja, da war ein bisschen auf die Seite gekommen. So, von da ansetzen. So. So, jetzt geht es nämlich da unten dann, wo ich gesägt habe, geht es weg. Und die andere Seite auch. Und dann habe ich, wenn ich jetzt auf der anderen Seite noch wegschlage, dann habe ich in der Mitte ein schmales Teil, das ich dann zurechtschnitzen kann. Mal ein Stück ein. So, bis daher. Die Rinde werde ich dann auch wegmachen und das kann weg. So, und dann habe ich schon ein Viertel Arbeit mir mit Schnitzen gespart. Man kann sich schon vorstellen, ne? Jetzt kommt noch die Feinarbeit. Solche Äste sind nicht gut. Das ist immer schwer, vielleicht mache ich das einfach dann weg. Immer von sich weg. Das kennt ihr schon, gell? Die Kinder, die einen Führerschein machen müssen, einen Messeführerschein. Man muss, der Nachbar darf nur so weit sitzen, dass man, also weit genug weg, dass man da richtig, wenn man mal ausrutscht, niemanden verletzt. Wenn es schnell gehen soll mal, dann ist sowas wirklich ratschklatsch. Dann bräuchte ich gerade vorne nur die Spitze ein bisschen. Ganz kurz wieder den Stand. Das mache ich da vorne noch. Weil man soll ja da unter den Krepp drunter kommen. Jetzt habe ich euch verraten, was es gibt nachher. Mein Lieblings-Outdoor-Essen. Krepp. Einen deftig, da möchte ich noch nach Wildgemüse suchen und einen mit Zimt und Zucker, wie sich das gehört. Das ist eigentlich schon ziemlich benutzbar. Vorn schön schmal. Die Späne, das wäre natürlich ein ganz toller Zunder. Birke kann man auch anzünden, wenn es noch feucht ist. Na, jetzt meine ich, ist es aber dünn genug. Die Rinde könnte dranbleiben, aber ich mache die auch noch weg. Weil es doch schon länger liegt und alt ist. Dann nennen wir es einfach mal zweckmäßig. Könnte man als Streichmesser auch nehmen, dann würde ich da unten noch mehr spitzer machen.
ging so aber auch schon. So, und zum Mehl abmessen gehe ich jetzt nach drinnen, weil sonst bläst mir das der Wind draußen doch weg. Ich habe hier ein Maß mit diesem Becher. Und zwar gebe ich Mehl bis da unten hin, bis zu dem Strich. Sagen wir es uns halt drin voll. Gell? Das kippe ich jetzt in meine Schüssel. Und dann mache ich die gleiche Menge Wasser dazu. Das darf ruhig ein dünnflüssiger Teig werden. So schaut er jetzt aus. Jetzt kommt da noch Salz natürlich. Also es ist schon ein bisschen mühsam. Spitzwegerig. Noch recht klein. Ich habe gehofft, dass ich noch Brennnesseln oder schon finde. Die Ausbeute ist sehr gering. Ich habe einfach vergessen, wie ich sonst mache. Auf dem Weg zu gucken und unterwegs einfach schon mitzunehmen. Das ist ja meine Sammeldose, wo ich dann Nachmittag immer gucke und mitnehme, wo es was gibt. Aber da möchte ich jetzt nicht so weit weggehen und Patschi allein lassen. Brombeerblätter gibt es auch noch. Da kann man auch, wenn man die stachelige Mittelrippe entfernt oder vielmehr die Seiten kann man benutzen und die stachelige Mittelrippe wegmachen. Es soll sein. Ich habe ja noch Zucker und Zimt dabei. Einmal mit Wasser durchschütteln. So wasche ich dann immer. Das ist ganz praktisch. Der Wind hat übrigens gedreht. Der kommt nämlich jetzt total von der anderen Seite. Von hier. Jetzt kommt er von hier. Vorher kam er von da. Vielleicht überlegt er sich's noch mal. Sollte funktioniert haben. Tun wir mal Öl rein. Super praktisch, diese Dattel-Sirup-Flaschen. Ich habe noch einen guten Esslöffel Mehl dazu getan. Das war doch zu flüssig noch. Also schwer darf es tropfen. Das ist gut. Jetzt ist der Spiritus schon wieder aus. Das ist ein Wahnsinn, was man bei dem Wind Spiritus braucht. Ja nicht. Patschi liegt lieber draußen und lässt sich das Feld sausen. Das schaut schon besser aus. Da auch drunter schauen, ist noch blass. Oh, jetzt fährt der Wind wieder rein. Mache ich so, dass ich mein Wildgemüse in den Crêpe mit rein misch. Dann sind die ersten zwei süß und die letzten sind dann deftig. Schaut doch lecker aus. So, das werden wohl noch zwei werden. Hopp. Ja, das sind noch zwei. So klein ist halt auch besser, weil man es dann leichter wenden kann. Hört sich schon wieder so an, als würde der Spiritus ausgehen. Das ist ja Wahnsinn.
da wartet aufs gegessen werden, was noch nicht genascht wurde. Jetzt geht er wieder so richtig Buller da. Mein Pfannenwender ist ein bisschen schmäler geworden vorn. Da wartet schon der Kessel mit Wasser. Und der fertig ist. Meine Güte, der Wind. Meinen Wender, den kriegt der Wald zurück. Da mache ich mir mal aus Fichte, das ist, glaube ich, besser. Au, Rock. Gut. Jetzt lasse ich mir die zwei deftigen erstmal schmecken, bevor es dann einen Kaffee gibt noch. Zu den Zimt und Zucker. Hatschi ist mein erster Hund, der keine Pfannkuchen mag. Der mag gar nichts, was er nicht kennt. Und zweimal mit Zimt und Zucker. Hätte ich doch noch meinen Pfannenwender noch mal brauchen können. Egal jetzt. Ups. Ja, sollte man normal machen, wenn sie noch heiß sind. Ist halt jetzt nicht. Gut, es fehlt nur noch der Kaffee. Die Krebs sind in die Startlöcher. So, das mit den Pets, das ist echt genial. Braucht man nicht lang umeinander machen. Gleich kocht's Wasser. Hatschi ist reingegangen. Dann kriegt er auch wieder ein Krokodil zum Fressen. Krokodil hat er zum Fressen gern. Bitte schön. Und das Kaffeewasser kocht. Zucker rein. Zucker brauche ich für Kaffee. Losgehen.
was dazu. Das ist diese Not Milk. Beste Pflanzenmilch ever. So lässt sich's aushalten. Ach, da beiß ich doch wieder ab. Jetzt haben wir den Wind im Rücken und richtig schön schiebt, da braucht gar kein Akku.